stand dann Fluss online mit Modi, mit Ninlein, mit mir und wir haben den Buchstaben N. Mordwaffe mit N. Aber jetzt nicht vorlesen. Na, Weil nee. du. Fertig. Ach, verdammt. Okay. Soll ich Uff, das vorlesen? war Soll ich vorlesen? schwer. Oder liest Ja. jemand von euch vor? Naja, liest es schon vor. Ich lese vor. Okay, Buchstabe N hatten wir. Mordwaffe. Nilein. Ja. Würde ich nicht sagen. Nilein, du bist eine Mordwaffe. Würde ich so nicht Ah ja, sagen. gut, wenn sie ganz wütend wird und ich sie auf dich lossetze, Modi. Man darf mich einfach nicht als Teamgefährte haben. Das ist vielleicht wieder wahr, ja. Also Ich habe ich würde es schon so einmal lassen, eine also ich würde eigene. es nicht durchstreichen. Ich habe meine eigenen Teamkollegen schon mal auf dem Gewissen. Oh. Ach, das hat doch jeder. Okay, da haben wir noch Nagelschere. Ja. Ja, Kann man. klar. Man kann die Kugel auch alles Nadelkisten. aus einer Waffe machen. Und dann haben wir Nadelkisten Blei gefüttert. Oho. Na. Das Natürlich. glaube ich nicht. Natürlich. Na, glaube ich nicht. Mordi, So, ich ich. glaube, wir müssen ihm was beweisen. Ja. Ja, gut, ich suche dann schon mal für nächstes Silvester das Bleigießen raus. Gut. Spielzeug im Happy Meal, gehe ich mal direkt weiter. Naruto-Figur. Ja. Kann man schon mal drin haben. Nagelbrett. Autsch. Und N-Wort, sagende PewDiePie-Puppe. Ja. Oh Gott! Dazu was zu sagen, Modi? Was ist das, mir eingefallen ist? Ich glaube, das Was wäre die zu sagen erste zu deiner Happy Mail. Verteidigung? Ich glaube, die Puppe würde ich direkt in die nächste Mülltonne schicken. Ja. Ja, fürs Marketing wäre es gut. Lassen wir jetzt mal so. Lassen wir mal so. So, YouTuber Ninilein. Ja. Nin? Wer ist denn Nin? Kenne Ich ich war gar noch nicht nicht. fertig. Ich wollte eigentlich so einen Asiatischen. Nee. Es gibt ein Kreuz. Bei mir hat sich gerade Discord geschlossen und Neben ihr liegt seid es richtig. extrem leise geworden. So, jetzt haben wir hier noch Nibelnik. Nibelnik ist richtig, aber Nien. Wer auch immer Nien Da war ich ja ist. noch nicht Ich fertig. guck nach. Ja, Ja. es gibt die Kanäle Nien und Also. zwar sehr viele. Okay. Aber keins größer als 10 Abonnenten oder was? Doch, 132 eine. Oh. Da kann ich ja nichts gegen sagen. Ja. Ja, gerade so. so noch die Kurve gekriegt. Also Ninilein meint das Nidoran weiblich und ich meine das Nidoran männlich. Deshalb geht's beides. Also Natürlich. deshalb Würde ich. Na ist klar. Das sind beides unterschiedliche. Deshalb ja, das sind Nidoran männlich und Nidoran weiblich. Nebodak. Na komm, Mordi. Was? Und stinkende Sachen, Nasenhaar, eiterig, also schön mit Puppe dran und ist dann noch vereitert. Jetzt hier Wenn mir schon. nur das Alter stinkt. Ja. Vielleicht wenn es sehr Und stark das Nasenhaar, infiziert das ist ist oder so, dann aber. schön fettiges Nasenhaar. Das kann schon stinken. Nasse durch Hundepup, getrennte Socken, getretene Socken. Ja. Nasse Socken generell. Kann ich so unterschreiben. Nudeln von letzter Weihnachtsfeier. Autsch. Da hast du Glück, wenn die nicht schon über den Tisch kriechen. Würde sagen, das kann sein, dass die schon mit dir reden, dass sie dir schon frohe Weihnachten wünschen, die Weihnachtsnudeln. Mit so einem kleinen Weihnachtsmütze auf. We wish you a Merry Ja. Christmas. Kopfkino.
So, Beleidigung Knutte, Beleidigung Nazi und Beleidigung N-Wort werde ich nicht ausschreiben. Was, Roddy? Ich weiß, und was er da meint. Moddy, machst jetzt mal was auf. Moddy, machst jetzt auf lieb, oder? Das ist jetzt ganz freundlich. Keine Beleidigung aussprechen. Also es gibt ein paar Grenzen, die man wirklich nicht überschreiten sollte. Willst du jetzt noch kinderfreundlich werden, Moddy, oder was? Nee, aber man muss es auch nicht. Man muss auch nicht so sehr übertreiben. Aha. Okay, Gründe für Schulverweis. Am Ende brennt Twitter wieder. Gründe für Schulverweis, Nasenbohren. Glaube ich nicht. Nicht anwesend gewesen oft. Das kann passieren. Bei uns in der Schule, kann ich mal erzählen, bei uns in der Schule war immer Fahrradfahren auf dem Schulgelände. Das war die Todsünde. Das war das einfach, da bist du sofort gefeuert, von der Schule geschmissen worden. Echt? Bei uns haben das teilweise die Lehrer gemacht. Fahrradfahren auf dem Schulgelände. Ja, die Lehrer haben es auch gemacht, aber die wurden nicht von der Schule geworfen. Wir Schüler durften es halt bloß nicht. Mhm. Nur schön im fetten SUV angefahren werden, oder? Ja. Ja. Ort, wo Sex nicht gut ist. Im SUV übrigens. In der Nebenstraße. Bei der NASA. Mhm. Nougat-Fabrik. Ja. So ein bisschen Sperma im Nougat drin. Also es hieß nicht so gut, nicht, dass es für die Beteiligten nicht so gut sein muss. Ja, das ist wirklich eine verzwickte Lage. Das ist so eine Ansichtssache, ne? Ja, aber bei der NASA, da könnt, also da musst du widersprechen. Also bei der NASA könnte ich, also wenn du mal das. Was wenn, da in den Wandschränken abgeht, das ist. Also, wow. Ich spreche hier mit Profis. Ninilein, wenn du den Film La La Land geguckt hast. Nein. Das kann schon sehr romantisch sein. Ich übrigens auch nicht, der interessiert mich absolut gar nicht. Also, nee. Also bei der NASA kann das schon sehr romantisch sein. Also, okay. Es ist ein guter Ort. Der Experte alles weiß klar, Bescheid. Du weißt Bescheid. Ich merke das schon. Du hast eine und andere Erfahrung schon gemacht. So, jetzt mal weiter hier. Scheidungsgrund. Scheidungsgrund Nuttenageln. Ja. Ja. Das kann schon. Ja, das kann man so unterschreiben. Nasenring als Scheidungsgrund. Gut, ist jetzt ein bisschen. Ist jetzt ein bisschen streng, aber. Für manche. Kann sein, muss das nicht. Ist jetzt ein bisschen. Ja, nee. Nicht aufgeräumt. Na. Aufgeräumt ist auch schon vorgefallen. Das ist schon vorgefallen. Eine gute Beziehung muss das auskennen. Eine gute Beziehung muss das gut, aber nicht unbedingt verheiratet. So. Wahlsprüche der AfD, das muss jetzt gleich zensiert werden. Nein, überhaupt nicht. Nutte statt. Das könnte wirklich ein 1:1 Spruch der AfD sein. Das könnte wirklich auf dem Plakat stehen. Das stand sogar auf dem Plakat hier bei uns. Nee, Oma stand drauf. Das ist hier irgendwas, da gab es doch mal einen Spruch hier. Bei uns stand es wirklich original so in irgendeinem kleinen Dorf, wo ich mit dem Bus vorbeigefahren bin. Ich kenne den Spruch. Kenne den Spruch von denen hier, lieber die deutsche Oma als irgendein, ich weiß nicht mehr, was genau darauf stand. Nur die deutsche Oma hier lieber als den Asylanten oder keine Ahnung, sowas. Nee, nein, hat's dann. Ist nicht so weit gekommen. Ja. Und Moddy, niemand wählt uns, sei der Erste. Schön wär's, Moddy. Schön wär's. Schön. Naja, es würde funktionieren. Die Leute denken, ach ja, dann wähle ich die mal und am Ende haben sie 100%. Moddy, schön wär's, wenn niemand sie wählen würde. Das ist leider wären sie gewählt. Es ging um Wahlsprüche, nicht um Tatsachen. Sie wählen sich auch selbst. Ja, so ja, Tatsachen auf Wahlsprüchen der AfD, das ist, schließt sich ja jetzt irgendwie selbst aus. Gut, okay. Foltermethoden, Nagelpistole. Ja. Nägel ob Fuß,
oder Finger, egal, ziehen. Mhm. Ja, das ist eine bewährte Foltermethode. Ja. Deshalb habe ich sie auch genommen und deshalb habe ich beides weggestrichen. Nein! Ja. Ja, du hast es auch genommen. Aber es gilt. Gilt doch. Nee, das zählt nicht. Wir hatten uns schon ein bisschen an Grundregeln. Ach ja, okay. Okay, Ergebnisse bestätigen. So. Nee, nein. Bin ich mal gespannt, welcher Buchstabe als nächstes kommt. W. Oh Gott. W. Das ist ein schlimmer Buchstabe. So, bin fertig. Alter. Verdammt. Ich nicht. Jo. Dann liest jetzt Mordi vor. Okay, Mordwaffe. Haben wir einmal Wurfmesser? Ja, das geht klar. Wurfstern? Natürlich auch. Mhm. Und den klassischen Wein mit Rattengift, Heroin und Milch vermischt. Das wird ein schmerzhafter Tod. Das könnte schmerzhaft werden. Ja. Okay. Abgesegnet. Dann das Spielzeug im Happy Meal. Haben wir einmal ein Wundpflaster benutzt? Ja. Ich weiß nicht, warum ich da lache. Dann eine Waage und... Was? Das passt gut zum Nahrungsmittel. Also das ist halt aus der Fritteuse genommen. Das ist Gibt Geschmack. Das könnte man beim Happy Meal wirklich denken. Okay, dann haben wir als nächstes eine Waage. Ja, okay. Nee. Damit die Eltern wahrscheinlich zuschauen können, wie viel das Kind währenddessen zunimmt. Sehr gemeines Geschenk. Ja. Und ein Wasserglas mit Wackelaugen. Das Billigste, was man sich so vorstellen kann. Ja. Alter, voll war heute, mies. War heute zum Mittagessen bei McDonald's. Ich wollte den hier, wie heißt der, Big Rösti mal ausprobieren. Der ist ja jetzt wieder so wieder drin. Und ich hatte ihn wirklich besser in Erinnerung. Es geht einem immer so. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich war heute bei einem kleinen Dönerladen und hab mir eine Portion Pommes geholt. Die waren gut. War nicht lecker. Ich war auch lange nicht mehr bei McDonald's. Vielleicht war es früher besser oder ich war früher fetter und hab's einfach. Ja. Okay, gut. YouTuber, ich guck mal wieder nach. Haben wir einmal Waltraud LP? Kannst dich auf die Suche klicken, dann wird's ausgelöst. Waltraud LP gibt's bestimmt. Nein, es gibt Waltraud Kaiser, sonst nichts. Gibt's nicht. Und ich hab kein Waltraud LP. Und ich hab den Filter eigentlich auf. Nee, auf Kanal gestellt gehabt. Ja, gibt's nicht. Raus. Dann. Wie wird das ausgesprochen? Ja, habe ich auch schon mal gehört. Hast du gehört? Habe ich noch nicht gehört. Doch, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Ah, ich habe mit dem sogar zu tun. Mehr oder weniger. Was machst du da, Nini, nein? Was ist los bei dir? Auf Kanal. Gut, lassen wir jetzt mal so. Ja, gibt's, wenn man den Firmenkanal zählen lässt. Ja, ist okay. Ja. So, Pokémon. Uff! Modi. Das sind wir. Ja. Pokémon, einmal wohin genau, das zählt. Und dann haben wir Weilord und Weilner. Ja. Das zählt doch. Vorentwicklung, Weiterentwicklung zählt. Komplett. Ja, da haben wir ganz viel Glück. Ja, ganz knapp aneinander vorbei. Ja. Okay, dann stinkende Sachen. Haben wir einmal die benutzte Windel. Klassiker, kennt man. Ja. Und dann Wichse auf Schweißsocken mit Katzenkot vermischt. Lecker. Yeah, go good. Ja. An alle Zuschauer, man darf einfach nicht Stadtlandfluss gucken beim 4-5-Discord und währenddessen Armbrot essen. Also wer das jetzt macht und sich beschwert, ja, selbst schuld. Okay, Beleidigung, einmal Warmduscher, ja, schwach und einmal etwas, das nicht zählt. Ja. Tut nicht zählen. Okay, Gründe für den Schulverweis. Einmal die Wand angeschissen. Das ist bei uns tatsächlich so vorgekommen. Es war ekelhaft und der ist wirklich rausgeflogen.
Eine wilde Prügelei, ja, passiert. Nicht aufs Klo geschafft. Dann ein Weichei gewesen, Mobbing gepetzt und vom mobbenden Schulleiter rausgeschmissen. Auch so passiert, oder was? Nein, natürlich nicht. War nur beim Lehrer. Aber nochmal zurück zur Beleidigung Warmduscher. Also wer das wirklich ernsthaft, wirklich nicht ernsthaft als Warmduscher beleidigt, der hat kein Leben. Es ist, also... Also so ist, ziemlich jeder 12-Jährige auf YouTube und Twitter. Es ist, ich wollte mal die sagen, nehmen es, alles ist, als Beleidigung. Es ist, wer noch nie heiß geduscht hat, der hat noch nicht gelebt. Das ist, es ist schön. Es ist einfach, kann man nicht bestreiten. Ich dusche nur mit hartem Wasser, Punkt. Mit stahlhartem Wasser. Okay, Ort, wo der Sex nicht gut ist. Wandschrank in der Schule? Jo. Das kommt auf die jeweilige Person an, da will ich mal nichts zu sagen. Nicht optimal. Ein Wald im Dschungel, um genau zu sein? Ja. Ja. Gab's zumindest bei RTL, soweit ich weiß, noch nicht? Nee. Wie kommst du darauf? Wieso sollte es sowas bei RTL geben? Das ist ja. Das wäre ja. Nee, ich frag mich wirklich, hat irgendjemand mal beim Dschungelcamp gefickt? Ja, nee. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube nie. Die haben nur rumgemacht. Es gab welche, die haben nur rumgemacht. Aber das interessiert mich jetzt wirklich. Ich guck jetzt wirklich mal nach. Modi, da gibt's doch die Serie, da gibt's doch diese. Ich glaube, Adam sucht Eva heißt's. Oder wie war das? Irgendwie, wo sie nackt auf einer Insel rumrennen. Wo sie... Aber auch im Dschungelcamp gab es ein Pärchen, die haben im. Du RTL und Sex, das ist. Kann ich dir. Ja, bestimmt nicht. Wie gesagt, im Dschungelcamp, da gibt es wirklich ein Paar, das miteinander rumgemacht hat. Bestimmt nicht, glaube ich nicht. Das ist das RTL, das hat doch viel zu viel Niveau für sowas. RTL ist doch Niveaufernsehen. Ja, dieses Jahr wird ohne Scheiß anscheinend wirklich Dschungelcamp noch gefickt. Modi, das glaube ich dir nicht. RTL ist doch Niveaufernsehen. So, da kommt sowas nicht vor. Das zeigen die nicht. Genau. RTL und Niveau. Ja, das entsteht für Niveau. Ja. Okay, dann der Scheidungsgrund. Er wählt die AfD. Ja. Ja, okay. Kann schon mal ein Scheidungsgrund sein, nicht? Bei dir schon, aber bei allen nicht. Ja. Okay, und dann haben wir einmal nichts und einmal weiche Eier statt harte Eier zum Frühstück serviert. Gibt's immer Ärger. Ja, oh ja. Aber Scheidungsgrund... Nein. Sag nichts dazu, es gibt jemanden. Das ist wahrscheinlich der deutscheste Scheidungsgrund überhaupt. Ja. So, der einzige, der einen Wahlspruch hat, bin ich. Ja, wählt Hückeher, weiß alles, klar. Ja. Geht. Typischer Wahlspruch. Okay, dann Foltermethoden, Waterboarding, ja, gut. Mhm. Und dann einmal Wälzgräten durch den Darmausgang geschoben. 5 bis 6 Mal am Tag soll es heißen. Ja. Ja. Ja, aber ich bin nicht fertig geworden, deshalb raus. Ja, lass mal. Ja.